Nennen Sie einige Problemlösungstechniken. Noch einmal, nennen heißt nennen. Wenn wir also nennen in der Aufgabenstellung lesen, dann reichen diese Spiegelstriche. Sie können auch Punkte machen stattdessen. Wenn dort stünde erläutern, dann müsste man ganze Sätze schreiben. Hier reicht das Nennen. Brainstorming ist das, was den meisten Menschen als erstes einfällt. Brainstorming. Aus Brainstorming kann man dann ableiten, Brain nochmal, Brainwriting. Für Brainwriting gibt es noch eine andere Bezeichnung, nämlich Methode 635. Ja, sechs Menschen. Drei Vorschläge, fünfmal weiterreichen und jeweils 5 Minuten Zeit. Methode 635. Dann Synektik Bionik. Ich fasse das zusammen. Man kann hier mit einiger Berechnung 2 Punkte draus machen. Hier Synektik und hier Bionik notieren. Ja, dann der morphologische Kasten. Und Pareto-Methode nennen manche auch noch. Pareto-Methode. Ja, Pareto ist ja die 80-20-Regel. 20% der Kunden bringen 80% des Umsatzes zum Beispiel. 20% der Bücher eines Verlages bringen 80% des Umsatzes. Hier konzentriert man sich auf die 20% relevanten Probleme, weil man dann 80% der Auswirkung hat. Zum Beispiel, ja, das wäre so eine Möglichkeit, dass man diese 80-20-Verteilung nutzt, wenn sie denn gilt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.